Willkommen zurück hier in Croft's World. Die Rattenplage hält bei uns ein. Wo kommen sie wieder her diesmal? Ach da, weil ich da nicht weitergemacht habe. Haben wir noch irgendwo Ratten? Ne. Bestimmt was weggefuttert hier. Ja, unsere coolen Tessertürme sind schon geil. Die haben was. Haben wir denn jetzt das Randnest hier ausgelöscht? Jo. Ach, da ist noch eine Ratte. Ja. Gut, Mithril geht los. Was brauchen wir davon? Wir müssen erstmal ein bisschen Waren herstellen. Oh, 9 Stück. Mangelt nicht an Mithril, sondern an Kohle, ne? Das Übliche. Mal kurz komplett durchhauen. Neue Aufgabe. Was gibt es denn jetzt noch an Missionen? Ja, Luxusdeko, Mithril, baue eine Eisenbahn. Oh, die bringt natürlich richtig viel XP. Aber wir werden jetzt nicht noch an einen weiteren Zweck rankommen. Ja, repariere das Portal. Also unsere, ich glaube, das ist so die Abschlussaufgabe. Da gibt es nochmal 20 XP für. Nun ja, was soll's. Wo werden wir denn hier angegriffen? War denn jetzt hier der Angriff? Den hier jetzt verpasst. Da ist auch noch einer fertig geworden. Ja, gute Frage. Kein Plan. Müssen wir noch das Wasser sammeln? Brauchen wir wirklich das Wasser? Nee, eigentlich nicht. Also wenn, dann vielleicht noch ein bisschen Gold, Kohle. Was auch immer, Mithril natürlich. Und uns fehlt ja noch das andere Portal. Teil. Wir haben ja erst. Wie viel? Rollen? Oder Teile? 1, 2, 3. Das 2 fehlen uns noch komplett. Da können wir uns mal jetzt auf den Weg machen, finde ich. Mal so nebenbei nochmal. Kommen wir denn hier am besten durch? Ja, wir werden uns mal hier durchgraben. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Das ist noch Mithril. Oder warte mal, wo wir hier zumachen. Hier nochmal ein paar Fackeln verteilen. Was ist denn das für ein Zeug hier? Ach so, das schimmerte gerade so. Interessant. Und ein Hühnchen. Ach komm, du darfst auch nochmal dran glauben. Und fangen wir nochmal an hier. So Jungs, gib Gas hier. Papa will wissen, wo die nächsten Portalteile sind, die Rollen. Magier plus 1. Also auch durch Anfertigen von magischen Tränken steigert sich quasi die Magierfähigkeit. Ist natürlich auch für, ja, für mich nachvollziehbar. Oh, das ist der letzte Turm hier noch. Fertig. Setzen wir den nochmal darauf. So, Leute. Mocht hin, ne? Paar Lämpchen verteilen. Wir gehen hier unten auch nochmal lang. Kann ja nicht schaden. Aber noch die ganzen unterirdischen Pilze und was auch immer das alles ist, Kristalle mit. Ah, kommen wir hier nicht ran, ne? So, jetzt kommt ihr ran, Jungs. Nochmal eine Fackel. Ja, langsam denke ich mal, neigt es sich dann wirklich dem Ende. Mal gucken, wie lange das noch dauert, bis wir alles dann finden und so. Und den großen Teil des, ja, dieses Levels haben wir dann ja auch dann geschafft.
Mal gucken, ob uns da noch irgendwie was überraschen wird oder nicht. Seien wir mal gespannt. Ja, kommt da noch ein Portal hier, Teil irgendwo hier, noch ein Dungeon. Wäre natürlich schön. Oder hier unten noch. So, hier ist sonst nur Lava noch da. Ich glaube, hier machen wir nochmal eine Leiter. Dass sie hier auch besser hoch und runter kommen. So, da nochmal eine Lampe hin. Ah, guck mal, da haben wir es. Da ist schon mal das vierte Teil noch. Und dann fehlt uns ja noch einer, der wird wahrscheinlich auch hier hinter noch sein. Mal schauen. Oder tatsächlich irgendwo hier noch der, dass wir den noch legen müssen. Müssen wir einfach mal ausprobieren, wo wir den finden. Oh, ein Büchlein noch. Na, das ist ja toll. Gehen wir hier schon runter, dann würde ich lieber... Stopp! Nein. Du machst jetzt hier... Ja, da erstmal. Das ist doof. Die Aufträge nehmen wir weg. Gehen wir lieber hier runter. Nee, stopp! Da unter ist, glaube ich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, Abgrund. Dann ist hier wahrscheinlich Lava oder sowas. Dann hätten wir schön gleich einen Zwerg verloren. Ja, das wäre es gewesen. Oh Mann. Bloß nicht zu weit vorwagen hier. Ich glaube, wir lassen die Erde mal weg. Den Auftrag. Wir machen das einfach hier nur mit Gerüsten. Das ist ja auch einfacher. So. Jo. Ich würde gerne noch mal was umstellen. Und zwar, dass wir mal die Silberpfeile verwenden. Zusätzlich zu den einfachen. Nur beide können wir verwenden. Und können wir auch noch einstellen mit den Feuerbällen? Oder sind die denn, lädt er die automatisch quasi auf? Benutzt er sie? Keine Ahnung. Mal schauen. Jetzt fehlt natürlich hier eine Leiter. Die machen wir doch nochmal schnell, die Leiter. Da. Zack. Gut. Ich denke mal, dann können wir uns jetzt mal an den Dungeon hier ranmachen, ne? Was meint ihr? Nebenbei vielleicht noch schnell ein paar Aufträge verteilen für Kohle. Und ansonsten, ihr Zwerge, uns hier drinnen direkt treffen. Gehen wir hier um. Und dann, sag ich mal, Action. Stopp. Das ist immer so schade. Ich kann es echt schlecht sehen, was da mit dem Leben steht. So, wir wollen ein paar Silberpfeile sehen hier. Sieht doch gut aus. So, wo, Zauberer, wo bist du? Auch unterwegs wahrscheinlich. Mal hier alle healen. Wir haben so viele Heilungsflaschen. Können wir ruhig mal ein bisschen zumindest verschwenderisch sein. Aber ich bin echt froh, dass es sie gibt. Macht das auf jeden Fall viel entspannter. Ja! Geil. Oh, 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 stopp. Was ist hier? Oder ist das hier direkt? Geht's hier weiter? Leute, ich will mal, dass ihr da mal hingeht. Moment. Moment, steuern. Nein!
Wir übernehmen die Macht. Verdammt! Das ist doch nichts hinter, was ich mir erhofft hatte. Nein! Okay, du bist freigegeben. Du sollst mal was futtern. Soll ich was essen? Ja, wie sieht es überhaupt aus mit unseren Zwergen? Können alle mal was futtern, damit sie sich besser regenerieren und auch zufriedener sind. Ja, aber 2 ist okay. 1,5 ist ein bisschen wenig. Ja, du auch mal was futtern. Gut. In ihrer Weihnachtsmannkutte hier. Beziehungsweise mit Mütze und allem. Ehrlich. Herrlich ist das. Ja, was macht eigentlich unsere Mithril-Geschichte? Können wir da langsam was machen? Aber wir müssen noch ein bisschen Barren herstellen. Stopp, wo sind sie? Achso. Komm, den letzten machen wir auch nochmal. Brauchen die eh wahrscheinlich alle. Komplett mal durchjagen. So, fertig. Wie viel haben wir denn noch von den Erzen? Oh, 3 Stück nur noch über. Haben wir auch richtig durchgeballert hier alle. Dass wir hier unten noch ein bisschen was eingesammelt haben. Hier liegt ja auch noch überall was. Ja, da fehlt uns noch das letzte Portalteil. Da haben wir das auch geschafft. Echt cool. Den können wir hier mal wegnehmen. Da schließen wir mal das Portal. Mal gucken, machen wir hier nochmal eins auf? Ja, machen wir mal eins. Gucken wir mal, ob da noch was kommt. Könnte ich mir vorstellen, da ist ja noch ein bisschen Platz hier oben. So ein kleiner Dungeon. Ja, mit Mithrilarbeiten abgeschlossen. Juhu! Das bedeutet, wir können uns mal die Waffen angucken. Schwert, Hammer, Zauberstab und Bogen. Das ist für mich persönlich jetzt das Interessanteste. Schwert 45. Hammer 45 auch. Was macht der Flächenschaden? Silber und 3 Mithril. Jetzt aus mit dem Schwert 4 Mithril. Dann ist natürlich der hier günstiger. Wenn wir noch Silber haben. Was gab es denn noch? Ja, wir haben noch den schweren Bogen. Das ist der Langbogen, den wir aktuell im Einsatz haben. Die Genauigkeit geht etwas runter. Die Distanz dafür auf höher und der Schaden auch. Dass sie weniger treffen, das gefällt mir gar nicht. Wie ist das mit dem Zauberstab? Jo, höhere Reichweite, mehr Schaden. Grüner Kristall, lila Kristall. Ah, ja, das ist auch so die Frage mit den Kristallen. Ja, das ist nämlich so etwas, wo ich wirklich überlege, lohnt sich das, die dafür zu verwenden? Weil ich weiß ja, dass wir sie auch für ein paar von den Portalteilen brauchen. Können wir jetzt vielleicht tatsächlich schon mal anfangen zu craften? Zweites Portalteil. Stein. Lila Kristall. Da haben wir einen. Goldbahn. Ja, wenn uns die nämlich ausgehen, dann geht nämlich diese blöde Sucherei los nach den ganzen Kristallen. Und da habe ich echt, ja, keinen Bock drauf. Und roter Kristall. Da haben wir ein paar mehr von. Juhu! Ah, geil. Das landet schon mal direkt hier. Das ist abgeschlossen. Drittes. Viertes, fünftes. Es kann natürlich auch sein, dass wir direkt hier das Portalteil kriegen. Hatte ich ja schon mal gesagt. So, wir machen jetzt aber erstmal weiter. Stein. Nee, das ist Silbererz. Stahl wird es gleich ausgehen. Mithril. Dunkler Kristall haben wir denn? Jo, haben wir. Gold. Geht auch bald zu Neige. Ein grüner Kristall. Da, Mithril haben wir noch. Ja. Sehr schön. Machen wir mal direkt ein bisschen Stahl. Ist die Kohle wieder alle. Und machen wir mal ein bisschen neue Kohle.
Wär schön, wenn man das auch mit Geld machen könnte, ne? So richtig schön Kohle selbst machen. Finden wir denn hier noch was? Außer mit Trill noch. Oh, ja, nehmen wir auch noch mal mit. Können wir alles noch gebrauchen, denke ich mal. Wenn nicht, dann bauen wir es halt jetzt umsonst ab. Wir geben mal ein bisschen Gas hier, Leute. Ich komme nicht durch, wo denn nicht? Wo kommst du hier nicht durch? Am Turm nicht, oder was? Doch, kannst du auch vorbeilaufen. Warum ging das jetzt nicht? Keine Ahnung, habe ich bestimmt irgendwas nicht mitgekriegt. Was soll's? Wir nehmen noch mal ein bisschen Bäume mit hier. Damit wir noch ein bisschen Kohle anfertigen können. Macht eigentlich unser Rampenproblem. Da gucke ich auch noch mal eben. Nicht, dass wir uns wieder alles wegfuttern. Ich will natürlich, dass die Zwerge vorbereitet sind, bevor sie noch gegen den da unten kämpfen. Es scheint im Moment keine zu geben. Wir machen mal ein bisschen weiter dicht nebenbei noch. Oh, gleich sehen wir dann auch noch mal den Einsatz vielleicht unserer Tesla-Türme. Mal sehen. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Ja, hier scheint tatsächlich nichts mehr zu kommen. Was ist denn so, ne? Das macht auch nichts. Oh, wir werden angegriffen. Geht gleich los. Ladet euch auf, Tesla-Türme. Sonst braucht ihr noch ein paar Tesla-Trooper. Oder wie hießen die nochmal bei Command Conquer? Hier noch außerhalb Leute unterwegs. Ne, gerade nicht. Ist ja was für die ganzen Sachen zum Einsammeln. Da werden wir noch mal ganz schnell ein paar von diesen kleinen süßen Wichteln losschicken. Zack. Kämpft. Kämpft, meine Freunde. Kommt die Tester-Türme ran? Ne, doch nicht, ne? Ich habe einfach Lust zu kämpfen gerade. Aber wenn ich sie mir so einzeln schnappe. Oh, haben wir gerade gesehen. Da gab es hier einen schönen Feuerball. Oh ja, das andere Monsterportal ist auch auf. Alles in Ordnung. Bis jetzt noch kein Zwerg auf Lowlife. Komm, vielleicht sind wir. Jo, da war der Tesla-Turm gerade. Schön, denn auch noch mit Kettenblitz. Das ist natürlich richtig geil. Also trifft ein Gegner, leitet es direkt weiter. Quasi als wenn einer in die Steckdose seinen Finger steckt und der andere ihn dann anfasst. Der kriegt nämlich auch einen schönen Schlag. Einfachste Physik. Oh. Ah, die Türme sind schon cool, die gefallen mir. Die haben echt was. Einfach auch optisch so. Stylisch sehen die auch echt geil aus. Das müssen wir auch mal preisen hier. Ja, die Wichtel schon weg. Wurden sie getötet oder? Die sind noch. Achso, da sind sie noch. Die sind noch unterwegs. Noch am Transportieren. Wollen wir nochmal schnell ein paar Barrieren verteilen? Haben sie denn? Ja, hier. Doch immer noch ein paar über. Ich würde die gerne einfach hier nochmal schnell hinsetzen. Einfach nur so zur Sicherheit. Gut. Ja, Mithril. Apropos Mithril, nee, apropos Teile. Wie sieht es da denn jetzt aus? Haben wir jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen was hergestellt? Können wir noch mal was machen? Mal gucken. Vielleicht können wir ein nächstes Portalteil herstellen. Ja. Lila Kristall. Stopp. Das waren die. Und dunkler war der. Stahl. Gold. Und Mithril. Ey.
Ja, da fehlt da noch ein Teil und wahrscheinlich hier noch eins oder so. Und noch schnell ein Portalteil hier. Fertig, wenn wir das noch können. Da und da. Stein nochmal hier. Da und da. Grüner war der. Was haben wir hier? Lila. Lila, lila. Lila. Gold. Passt gerade so. Mithril ist da. Schwuppsiwupps. Ja. Und dann kommen wir hier zum Ende an dieser Stelle und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.